Recht herzlich willkommen zur 196. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, gucken wir mal, was das hier so macht. Wir haben letztes Mal die zwei da aus dem Orbit geholt. Ich glaube, zwei waren es, ne? Da waren es drei sogar. Wir müssen hier jetzt noch 3 Tage warten, bis die Mission weg ist. Und wir haben noch die zwei vom Minmus hier. Das waren die. Die sind aber noch 9 Tage unterwegs. Gut, dann dauert das etwas länger. Alles gut dann. Das bedeutet, wir können mal gucken, dass wir was anderes vielleicht noch mitmachen können. Oh, hier ist ein Bug. Vielleicht können wir den beheben, indem wir nochmal rausgehen. Ah ja, jetzt ist er weg. Treibstofftank. Den können wir auf jeden Fall machen. Donau ohne Wiederkehr. Okay, das ist natürlich jetzt interessant. Das ist unser Gefährt, was da oben ist. Und das sollte man in einer bestimmten Umlaufbahn bringen. Okay, aber das machen wir nicht, weil sonst verschiebt sich unser Manöver. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Minmus. Okay, Mondoberfläche messen. Temperaturmäßig Untersuchung von Minmus. Ne, ich denke, wir machen das hier mal gerade noch. Oh, jetzt habe ich es abgewählt. Jetzt wählen wir das mal an. So, und dann müssen wir hier rein. Dann müssen wir eine passende Rakete bauen. So. Gucken wir erstmal. Das er nicht. Der ist es. Okay, den müssen wir haben. So, das bedeutet, wir müssen erstmal hier was haben. Hex. Eigentlich brauchen wir nur was Billiges, ne? Wo ist denn das andere Ding? Der da? Ne, der da, Okta. Ja, ich glaube, den können wir einfach nehmen, weil wir brauchen nichts Besonderes dafür. Wir müssen den Test machen. Das Ding, na, ja komm, machen wir einen Fallschirm dran, ne? Ne, Fallschirme waren ja gar nicht. Hilfsmittel. Fallschirm. Wo ist denn das Ding da? Ach, das ist so ein kleines, niedliches Teil. Komm, mach das nochmal weg. Ich nehme doch den anderen. Und der ist auch nicht größer, ne? So. Ja, und dann brauchen wir unseren Test. Der kommt dann da drunter, oder? So, das ist unsere Teststellung. Und die müssen wir jetzt hochbringen. Wir brauchen die Kappler. So. Und dann brauchen wir noch einen Treibstofftank. Ich denke, der hier. Und da ein Triebwerk drunter, ne? 52, wie war das mit der Höhe? 52, ne, oder? Ja. Wieso steht das Ding da jetzt im Weg? Der war das, ne, oder? Schub. Das war die Terrier. Ne, die brauchen wir nicht jetzt. Ne, das passt schon, glaube ich. Und da müssen wir jetzt noch was dran basteln, ne? Also mit dem Teil müssen wir gucken, dass wir die Geschwindigkeit hinkriegen, die verlangt ist hier. Und die Höhe. So, die Kappler dran, aber gerade Trennverteiler, Radialentkoppler. Dann machen wir aber 2.
2 reichen, oder? Komm, zack. Sitzt gut dran und dann machen wir 2 Booster dran, ne? Von den großen, ja, wo? Diese hier, oder? Ist das so richtig? Ja. Nosecone da dran. Passt. Und wir müssen das Teil aufhängen. Sonst kippt das um, würde ich sagen. 2 haben wir, ja. Passt. Ein bisschen hoch, das kriegen wir aber gleich noch geregelt. Und stopp. Passt. Ich weiß nicht, ob der runterkommen muss oder nicht, aber wir haben jetzt da dran, ne? So. Ach so, dann haben wir. Nee, dann haben wir hier was falsch gemacht. Das muss nochmal weg. Da muss nochmal ein Dekoppler zwischen, wenn. So, ne? Da muss noch eine Stufe mehr hin. Und der muss da hin. Der muss da hin. Ne, da muss noch eine Stufe rein. Da muss der Test laufen. Das passt dann. Die beiden müssen ganz nach unten. Der. So, das ist klar. Dann da los. Der passt schon. Der ist auch okay. Ich glaube, das lassen wir mal so, wie es jetzt hier ist. Beziehungsweise, wenn die abgesprengt werden, dann sind die ja Booster leer, dann müsste das passend sein. Dass der angeht. Oder? Von vornherein. Nee, dann ist der nachher leer, wenn die schon so. Nee, das passt schon so. Ich glaube, das lassen wir mal so. So, und das Ganze nennen wir. Das ist der Flow-Test. Gut. Speichern. Ach so, hier. So, das ist jetzt hier. Nee. Das ist die erste. Ach komm, lass so, es wird schon klappen. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Flow-Test ist gut. Ist gespeichert. Und dann können wir auf Startrampe gehen, oder? Ja, denke ich schon. Gut. Teil steht da. Damit kann man steuern mit dem Hex. Schub. Machen wir mal schon mal auf volle Leistung. Und Turm springt ab. Booster springen an. Dann trennen wir die, wenn die Booster leer sind, ab und dann haben wir das dran. Ja, würde ich sagen, ist es erstmal so, oder? Ja. Dann mal los. 3, 2, 1, go. Okay. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Funktioniert. Da geht es jetzt hoch mit 3000, 4000. Okay. Lass uns mal in die Richtung ein bisschen. Oh, ich glaube, da haben wir gerade ein Problem. Okay. Am 12.000. Okay, die driftet ganz schön ab. Da kommen wir nicht auf die Höhe wahrscheinlich, oder? Dann sind die auf jeden Fall weg. Und wir sind nicht stabil. Wir sind nicht stabil.
vielleicht so. 13.000. Ich glaube, da kriegen wir nichts geregelt. Okay. Können wir das mal so halten? Dass wir da hochkommen. Was macht unser Programm hier? Oh, wir brauchen nur noch die Höhe. Geschwindigkeit wäre gerade gut. Dann lass uns mal langsamer werden. Jetzt sind wir schon zu schnell. Dann lass uns langsamer werden wieder. Ne, warte mal, wir sind auf 400. Jetzt haben wir die passende Geschwindigkeit. Steigen da aber. Lass uns mal gerade M machen. Aber wir müssen höher. Uns fehlt es an Höhe. Und der Tank ist auch gleich leer. Machen wir Vollgas nochmal? Nee. Nee, ich glaube, das kriegen wir irgendwie nicht gesteuert gerade. Nee, da funktioniert nicht ganz viel. So. Was sagt die Höhe? Leider nur 43.000. Das bedeutet, das ist hier ein Fehlversuch. Das kannst du absprengen, weil alle. Und das. Ja. So, weil der da, die können wir nicht korrigieren, weil der da die ganze Zeit korrigiert, ne? Das war unser Problem gerade. Lass mal gucken, wie weit wir da noch mit hochkommen. Wir sind auf jeden Fall viel zu schnell, wenn. Ah, und der würde jetzt wie weiter hochkommen noch? Oh, der ballert noch ganz schön raus. 182.000, wow. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass dieses kleine Ding uns noch so raus befördert. Der kann aber auch weg. Weil der hat uns auch nichts eingebracht jetzt hier. Curb. Netzzugang, was ist denn das? Geht ja gar nicht. Fadenkreuz ziehen. Sind der Erfassungsbereich? Wegpunkt. Aktualisieren, sehr interessant. Okay. Anzeigenmodus durchschalten. Anzeige Sichtbarkeit durchschalten. Okay. Automatische Aktualisierung durchschalten. Sehr krass, aber ich weiß nicht, wofür es gut ist. Erfassungsbereich, Gegend. Ah, da kann man irgendwas mit sondieren oder sowas. Okay, keine Ahnung, was das da ist. Und? Ja, nee, weiß ich nicht. Muss ich da mal nachlesen, ne? Oder einer schreibt es mir in die Kommentare, wäre auch cool. Schlafen. Reaktionsräder, Kontrolle, von hier steuern, Raumfahrzeug benennen. Moment aus, das Kabinett, das ist das Coolste an der Kiste. Ja. Da ist der Strom auch noch, der da läuft. Der ist aber auch bald alle. Okay, Lost in Space, oder wie das? Ja, ist einigermaßen hoch, ne? Den geht irgendwo in die Sonne auf, oder wie ist das? Spiralnebel? Ja, da können wir mal vorspulen, weil... Können wir jetzt noch nichts machen, oder?
Ach so, Fallschirm, okay. Auch wann der aufgeht und so. 0,04 Bar, okay, keine Ahnung. Lass uns mal weiter wieder fliegen, dass wir runterkommen. Passiert ja schon, okay, vorspulen einfach. Richtung ausrichten geht nicht mehr. Okay. Oh, ich glaube, das Ding geht vielleicht auch gleich kaputt, wa? Ja, das wird zu heiß, oder? Sieht so aus, dass das gleich kaputt ist. Okay, das war's, kein Hitzeschild. Dann funktioniert so ein Ding nicht. Jo, okay, aber nicht schlimm. Abgehoben, Trennung von Stufe 5. Aerodynamische Bognase ist mit Festtreibstoffbooster 5 Personen. Okay, das war klar. Trennung von Stufe 2, Festtreibstoffbooster ist aufgrund von Überhitzung explodiert. Okay. Hex von. Ja, okay. Passt schon. Und zurück ins Weltraumzentrum. Jo, und dann müssen wir nochmal daran basteln, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Guckt euch das an. Wenn ihr abonniert habt, seid ihr automatisch dabei. Und ja, Daumen hoch für die Folge wäre auch ganz nett. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Tschüss.